Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück, Färber und Sohn Erika. letzte Folge haben wir. Was haben wir denn? Wir haben noch den Schlüssel des Pförtners. Solange die Dinge nicht verschwinden, können wir sie noch verwenden. Das heißt, irgendwo habe ich eine Tür übersehen. Botschaft von Solter. Wasserstoffperoxid. Genau, diese zylinderförmige Rätselbox. Und. Was ich nicht getan habe, war auf Benutzen drücken. Wieso kann ich die Rätselbox nicht benutzen? Wo waren die jetzt? Dann haben wir noch diese Sprühflasche und Haschers Haikus. Radiokassettenspieler brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe meine Hausschlüsseln für alle Fälle darin versteckt, aber die Ringe lassen sich nicht drehen. Blöd eigentlich. Warum lassen sich die nicht drehen? Kann ich das kombinieren? Kann ich es benutzen? Nope. Kann ich nicht. Aber wir haben noch den Portierschlüssel. Das bedeutet, irgendwo haben wir noch eine Tür, die verschlossen ist. Und keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir als nächstes hingehen. Und ich traue mich auch gar nicht. Ja, okay, wir haben die Gartenhütte da oben, die war noch verschlossen. Wir haben da noch ein Fragezeichen und ich geh mal hoch. Gott, schon wieder über eine Woche her die letzte Aufnahmesession. Ich hoffe, ich verkacke nicht. Ich möchte, dass Erika überlebt. Und jetzt sind wir ja doch leider schon. Nope. Sie ist von innen abgeschlossen. Habe ich das verbockt? Oh, warum das hier Feuerzeug nicht gleich beim ersten Mal angeht, das macht mich auch nervös. Ich dachte eigentlich, wir hätten das gelöst. So. Wir können natürlich unten lang gehen und wir gehen einfach so mal die Runde. Wir laufen unten lang und checken alles nochmal ab. Ich habe keine Ahnung. Und was mich halt nicht. Was mich stört, ist, dass ich das. Muss ich da noch was finden? Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das hier verwenden könnte. Moment, lass dich nicht drehen. Was haben wir da? Sprühflasche und Wasserstoffperoxid. Ach, ich habe keine Ahnung. Vielleicht benötigen wir noch was für diese komische Rieselbox. Okay, wir gehen einfach wieder. Wir tun so, als wäre da unten nichts gewesen. Lauf. Ich wollte das Ganze chillig angehen, aber lauf, Erika. Shit, ich habe nicht gehört. Oh, ich darf, ich muss höllisch darauf aufpassen, dass ich an der Tür lausche, bevor wir weitergehen. Ich habe sogar extra für die Aufnahmesession diesmal keinen Kaffee getrunken, einfach wegen der Feinmotorik für diese stille Rätsel, das ja wirklich richtig mistig ist. Ja, dann gehen wir einfach mal da lang. Moment, konnte ich jetzt das Buch ansehen? Ich glaube, ich könnte. Nein, das ist nur wieder der Tisch. Da hat doch jetzt auch was aufgeplünkt, oder? Naja. So, sorry Leute, ich muss mich erst wieder halbwegs zurechtfinden. Was scheiße ist, wenn irgendwas passiert. Bin ich denn? Oh, verdammt. Sieh zu, dass du rauskommst. Ja. Ich hoffe, das hört jetzt bald auf. Okay, lässt nach. Was für eine Erleichterung. Ja, definitiv. So, sie kann nicht lauschen, wir können durch. Da haben wir diesen Spiegel, den ich will es nicht. Ich weiß nicht, wir haben noch einen Schlüssel.
Ich möchte das einfach nicht tun. Wir wissen ja, man kann relativ easy cheesy drauf gehen, wenn man was Falsches macht. Und ja, ich hatte einen Kommentar von meiner Schwester unter dem letzten Video mit, ja, lüft doch den Spiegel. Nein, tue ich nicht. Ich mag Erika irgendwie. Zumindest so gern, dass ich sie ja länger am Leben lassen will. Da war auch nichts mehr. No. Ein Gemälde sind... Diese Gemälde sind für Hascher. Das hat man auch schon. Ja, bei irgendeiner Tür habe ich vergessen, den Schlüssel zu verwenden. Weil sonst hätte man ja nicht mehr im Inventar. Oh Gott. Da ging sie auch noch hoch. Wir sehen uns oben nochmal um. Hinweise zur Müllabholung und dergleichen. So, wo sind wir denn da jetzt? Die Türen gingen ja nicht auf. Ich höre nichts. Theoretisch safe. Versperrt. So, haben wir da eigentlich die Schlüssel versucht? Auf keinen Fall, das würde nicht funktionieren. Und das sind aber die einzigen Schlüssel, die wir haben. Schlüssel des Pförtners. Checken wir dich nochmal ab. Safe. Auch nicht. Safe. Passt nicht, das ist nicht der richtige Schlüssel. Okay, da sind wir fertig. Wobei es ja an sich okay, solange nichts Schlimmes passiert, kann ich ja damit leben, dass wir ein bisschen im Kreis laufen. So, da geht's raus in den Hof. Und es ist nach wie vor traumhaftes Wetter. Puh, ja, die Frage ist, wollen wir den Block 2 nochmal ablaufen? Ich weiß es nicht, ob der Portierschlüssel, ich habe ihn jetzt nicht bei jeder Tür versucht und das war ja doch immens viel. Sorry Leute, ich mache das jetzt einfach mal. Da steht wieder ein Dreirad im Weg. Ach verdammt. Nope. Nope. Hm. Ich mag ihr resolutes. Nope. Mm-mm. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich mache, aber wir müssen es halt versuchen. Und wenn gar nichts hilft, ja dann Plan B der Spiegel. Also dieses zugedeckte Teil, wo sie ja letztens meinte, das ist ein Spiegel. Aber ich fühle mich unwohl, weil die Spiegel in Haschers Villa, die waren zuerst ganz und wie es da so richtig eskaliert ist. Nope. Entschuldigung, Schluck auf. Waren die Spiegel alle zerbrochen und kaputt? Mm-mm. Und als Horrorfilmseher weiß man das. In Spiegeln lauert immer das Böse. Und kleinen Kindern. Spiegel und kleine Kinder sind einfach die Hölle. Mm-mm. Mm-mm. Irgendwie habe ich den Eindruck, da fürchte ich mich jetzt gar nicht so sehr. Ich glaube, wir sind da relativ safe. Sehe okay. Gönnen wir der guten Erika ein bisschen Verschnaufpause. Oh Gott, ich fürchte mich vor diesen Minispielchen. Die Stille, da habe ich ja fast das... falsche Richtung. Das hasse ich mit diesem Kamerawechsel. Die Stille habe ich ja selbst das Tutorial fast nicht überstanden. Nope. Nope. Oh komm, wenigstens eine Tür. Oh Mann. Erika, sorry. Treppensteigen ist gut für die Gesundheit. Bauch, Beine, Po und so. Wenigstens geht runter schnell.
Da flasht die Kamera nicht so weird in der Gegend rum. Okay, aber wir sind nach wie vor auf Kurs, weil ich wollte ja nach unserem, nach den Begegnungen in der letzten Folge, was stand da nochmal schnell? Nachrichten für den Nachbarn Block 2, sehen ziemlich alt aus. Ich wollte ja sowieso nochmal zu dieser Gartenhütte sehen. So. Check. Laufen wir das so ab? Die Tür war ja komplett verrammelt. Sie ist blockiert, also nicht verschlossen, sondern schlicht und ergreifend blockiert. Die Tür, da könnte man Schlüssel verwenden. Aber er passt nicht. Er passt einfach nicht. So, da haben wir jetzt. Moment mal, habe ich den Geräteschuppen jemals ausprobiert zu sperren? Aber der ist von innen verschlossen. Scheibenkleister. Da liegt etwas auf dem Tisch. Ich frage mich, ob ich mich irgendwie reinschleichen kann. Ja, liebe Erika, das fragen wir uns alle. Mir lässt dieser Schuppen keine Ruhe. Ich meine, ja, da oben ist ein Fenster offen. Dazu müssten wir aber wahrscheinlich in das Gebäude reinkommen. So, wo sind wir jetzt? Ja, müssen wir da noch mal rein. So, Versteck gibt's da keines. Moment, da ist auch noch eine Tür. Ich lausche nochmal. Ah. Sie ist versperrt. Ja, dann Schlüssel. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das hier verwenden könnte. Ach, Mädel. Scheiße. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Halt her. Wie lange geht denn das? Ist er weg? Oder hat er uns? Holy fucking shit. Das. Oh. What a revolting thing. What the hell is it? Ich bin jetzt, glaube ich, 3 Wochen älter worden. In den gefühlt 3 Stunden jetzt. Das macht mich echt fertig. Das macht mich echt fertig. So. Ja, dann checken wir da drin nochmal. Irgendwo muss ich irgendwas übersehen haben. Aber ich glaube, es kann ja schon mal nicht schaden, dass jetzt da nochmal dieser Encounter war. Was war da drinnen? Ja, stimmt. Da war dieser Zettel mit in der Mikrowelle ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest. Wobei, das hätten wir ja auch schon. Die Sicherheitsmonitore sind an. So, und das ist jetzt die Tür. Auf keinen Fall, das würde nicht funktionieren. Wie kriege ich die Tür auf? Ah, Moment. Hä?
Haben wir jetzt was Neues? Die hat jetzt irgendwas rausgezogen. Amin, lass das keine Ruhe. Benutzen. Betrachten. Okay, wir können da zumindest jetzt raus und reingehen. Shortcut. Yay. So wirklich. Da hinten ist noch ein Versteck. Haben wir uns da alles angesehen? Vielleicht da bei den Zetteln. Tatort. Sehr treffend. Jo. Ich könnte mich einfach unter den Tisch verstecken. Oh ja, ich hoffe, wir müssen das nicht. Ach ja, das ist unser BH. Dieser Spiegel ist schmutzig. Warum bin ich nicht überrascht? Obwohl, da redet die Richtige. Moment, können wir dich vielleicht reinigen? Auf keinen Fall, das würde nicht funktionieren. Kann ich das mit das kombinieren? Nein. Warum ich das tun sollte? Naja, warum? Weil wir nicht weiter wissen, lieber Erika, und wir echt ein Problem haben im Moment. You know, Geisterhäuser und Stille und Heartbeat-Rätsel und so. Alles auf Dauer nicht gesund für dich, meine Gute. So, dann gehen wir aber da nochmal rein. Beziehungsweise raus, nicht rein. Und sehen uns da jetzt nochmal um. Dieses Gebäude sollte rund um die Uhr bewacht werden. Warum ist hier niemand? Ja. Das ist der Haupteingang, aber Papa und ich gehen immer durch den Laden. Ich habe die Schlüssel nicht bei mir. Ja, aber vielleicht sperren die. Auf keinen Fall, das würde nicht funktionieren. Verdammt, Mädel. Jetzt wüsste ich aber jetzt schon langsam nicht mehr, wo ist jetzt noch was verschlossen? Check ich nicht. Außerdem, was sind das für eine seltsame Konstruktion? Das ist der Haupteingang, dann müssen die dann halt irgendwie durchs Hinterzimmer, Lager, sonst wo durchmischen. Ach, ich kenne mich nicht aus. Ja, doof. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade. Vielleicht haben wir uns zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. Moment, da hängt noch was. Wunderbar. Walter stellt die Beschwerde, die ich gegen ihn eingereicht habe, zur Schau, als wäre sie eine Art Preis. Kennen wir? Haben wir auch schon gelesen. Ja, dann laufen wir nochmal runter. Dum, 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 dum. Wir singen ein fröhliches Liedchen. Ist safe. Ah. So, aber wenn das da jetzt nicht... Ha! Das war die Tür. Wir haben uns zu schnell ins Boxhorn jagen lassen. Alles klar. Aber was uns dahinter erwartet? Erika? Ah! Scheiße. I need a hiding place ist gut. Okay, lauf, Erika. Lauf. Ich wollte gerade einen Cut setzen. Hiding place. Hiding place. Moment. Links. Ja, 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 wir schaffen das. Wir schaffen das. Du überlebst. Scheibenkleister, ist das alles dreckig da. Okay. Ganz ruhig. Du bist Mrs. Cool. Erika, du schaffst das.
Rebecca, du bist ganz cool. Du schaffst das. Wir haben's. Wow. Damn, that was too close. Ja, Erika, aber zum Glück bist du richtig cool im Vergleich zu mir. Gut, ja, dann setze ich jetzt den Cut. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.